Guter Flanke, 1-0 Dynamo Moraslan. Werden über die linke Kölner Seite initiiert. Borkowski, kein Abseits. Schäffler durch, Schäffler! Und der Sieg natürlich! Arslan. Jetzt hat er so ein Gemälde! Und da hatten sie vor allem auch Schiedsrichterpech. Das kam noch erschwerend dazu. Und da ist dann das 2:3. Ahmed Arslan in der Nachspielzeit. Die Arme sind direkt vorm Körper. Eine Art Schutzhand gibt es nicht mehr. Arslan mit der Chance zum Zweiten. Arslan macht ihn. Unbehauen. Ist fast dran. Samir Merzow mit einer verhunzten Hereingabe aus. Aber vielleicht jetzt ein offensives Lebenszeichen der Dresdner. Da ist das Tor. Da ist der Abschluss durch Arslan. Bitter für die Saarbrücker. Gar keine Frage. Ahmed Arslan. Und Arslan. Zweite Chance. Da ist der Treffer. Akoto hat noch das Füßchen. Arslan und das Tor. Akoto wieder abgelegt und es ist wieder Ahmed. Ist schon rum. Nachspielzeit gibt's ab jetzt. Eine Minute obendrauf. Arslan! Borkowski wieder im 1 gegen 1. Rechts ist Kutschke. Stefan Kutschke, Abschluss oder Hereingabe, das könnte abseits gewesen sein, die Fahne bleibt unten. Vlachodimos, nochmal Dynamo. Halle will nach Hause, Halle darf nicht nach Hause. Wie bis vor einem Jahr Gerino Capretti oder wie jetzt Mitch Kniat heißen, immer wieder Umbrüche einleiten müssen. Die Chance für Arslan, Tor! Von Ahmed Arslan und hebt jetzt hier gleich das Dach ab. Arslan gegen Mendel! Zwei schnelle Spieler gegeneinander. Oh, Conte macht das super, wunderbarer Ball. Kutschke und jetzt ist die Chance da! Arslan! Beim Auswärtsspiel in Dresden, aber noch ist es nicht so weit. Schäffler. Dresden braucht eine Aktion und da ist sie! Da ist der Anschlusstreffer! Zum Gegenspieler gespielt von Conte. Hauptmann, robust. Ah, und das ist das 1:0. Das ist der Einsatz, den sie sehen wollen. Kammerknecht. Unbequem für Golz. Und da ist Arslan. Lutende Stelle am Kopf hat. So, und jetzt der Elfmeter. Arslan gegen Bartels. Arslan platziert. Sehr gut durchgesetzt von Lemmer. Jakob Lemmer nimmt Arslan mit. Ahmed Arslan und das ist halt Dynamo Dresden. Bekommt den Körper davor, bleibt liegen. Kortus sagt, weiterspielen. Kutschke immer noch an Boden, aber die Chance und das Tor. Und natürlich Arslan. Schafft er das auch jetzt, 24. Oder geht Dynamo Dresden in Führung, so ist es. Arslan, nochmal eine Abschlussposition. Ahmed Arslan, der hängt gut und der hängt drin. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat Dynamo zugeschlagen. Gelingt es auch in der zweiten Halbzeit. Ganz, ganz spät. Schäffler, bislang wenig von ihm zu sehen. Da ist Arslan, der, wenn nicht Arslan. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.